Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter hier mit DayZ und wir leiden immer noch tierisch unter Blutarmut. Ich habe mich mal hier hingelegt, habe mich aber auch ein bisschen erkundigt. Und zwar, wenn wir viel essen und trinken, dann könnte es funktionieren, dass wir eigenes Blut wiederherstellen. Ansonsten geht es nur durch eine Transfusion durch einen anderen Spieler. Dazu müssen wir einem anderen Spieler aber erstmal Blut abnehmen. So, wir trinken dann erstmal ein bisschen was. Irgendwo konnte man das sehen. Es gab eine Statusanzeige, weiß ich gar nicht. Dass man dann Blut regeneriert. Ich trinke einfach nochmal hier die Coke. Wir haben ja genug, so ist es nicht. Zack, das sollte fürs Trinken erstmal reichen. Dann knabbern wir einfach mal hier eine ganze Latte Reis, glaube ich. In der Hoffnung, dass wir bald wieder ein bisschen was in Farbe sehen. Denn so ausgegraut ist das Spiel auch nicht schön. Und wir hauen uns einfach den kompletten Reis mal rein. Noch mehr. Dass wir wieder Blut herstellen. Es gibt auch Blutgruppen und so ein Zeug. Da habe ich mal kurz drüber gelesen. Hoch. Generally consumed when cooked with water. Ja, ja, haben wir aber nicht. Wir haben den nur zum Knuspern. So als kleine Omnomnom, ne? Bisschen Obst wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Die Kiwi ist schon leicht damaged, sehe ich gerade. Hauen wir uns auch mal reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob die mit der Zeit schlecht werden kann. Platz genug haben wir auf jeden Fall. Zack, wir hauen uns den ganzen Reis rein. Ja. Wir liegen auf dem Boden, ja, am Rande einer Großstadt und knabbern Reis. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas passiert mit der Zeit mal. Kann ich euch nicht sagen. Fände ich aber ganz cool, wenn wir wieder was herstellen an Blut. Wird wahrscheinlich auch was dauern. Ja, was haben wir hier noch? Das ist die Powdered Milk. Ja, komm. Muss ja nicht immer nur Reis sein. Oh, nom, nom, nom. Milchpulver. Lecker, yes! So, was mit der Kiwi? 0%? Stellt die sich wieder her, oder was? There is nothing left. Ja, dann kann die Kiwi auch raus. So, den Reis schnabulieren wir noch komplett weg und dann gucken wir einfach mal, ob es uns dann wirklich auch was gebracht hat. Jetzt sind wir durstig, ja. Aber erstmal essen wir noch ein bisschen. Klar, wenn wir die ganze Zeit trockenen Reis knabbern, dann wird man irgendwann mal durstig. Das ist total verständlich. Ach, Quatsch. Hüse, weg. So. Ja, ich bin gespannt. Wir wollten ja dann Richtung dieses Hafens gehen, beziehungsweise Richtung dieses Krans. Ich hoffe nicht, dass wir auch aufgrund unserer Blutarmut irgendwie einen anderen Spieler finden. Muss ja nicht sein, ne? So, dann ist der Reis nämlich auch leer. Kommt, das essen wir noch. Und dann trinken wir uns hier noch die Slutter Cola Loca. Reis ist leer, kann weg. So, Drink. Zisch. Und jetzt sollten wir auch nicht mehr so durstig sein, hoffe ich. Wir sind immer noch durstig. Na gut. Und dann hier. Ein Schluck Wasser. Passt. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir mit der Zeit irgendwie mal ein bisschen Farbe wieder hier reinkriegen in das Spielchen. Momentan, wie gesagt, Blutarmut. Da müsst ihr nur mal durch. Auf den Kompass schauen wir mal. Obwohl, wir brauchen den Kompass ja jetzt gar nicht gerade. Wo war denn? Was haben wir denn da unten? Guck mal da. Da unten in die Häuser gehen wir jetzt gleich mal rein. Oh, da hinten ist auch, glaube ich, dann richtig Action in den Wohnvierteln. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Denn wir haben ja immer noch keine Schusswaffe, muss man dazu sagen. Auch die Wälder könnten echt gefährlich werden hier. Wir sind wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich hier rumtreibt gerade. Na gut, es wird zumindest unsere Blutarmut regeln. Wenn uns jemand in den Kopf schießt, schießt uns doch einfach in den Kopf. Wir sehen ja auch nicht gerade aus, als hätten wir nichts dabei mit dem dicken Rucksack. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir verschont werden würden von anderen Spielern. Gerade hier ist eine kleine Kirche. Boah, das ist jetzt schon ein bisschen mit diesem Aus... Hä? Da war ein Zombie. Irgendwo war ein Zombie. Von rechts. Und nicht noch mehr Blut verlieren. Das käme nicht cool. Von hinten!
Du Drecksack! So, kaputt ist er. Oh, wir müssen schnell verbinden. Wir verlieren schon wieder Blut. Bandage, Bandage. Öffne, komm. Hier, zack. Use. Okay, wir hatten ja doch mal so ein Kit, ne? Genau. IV Start Kit. Wir bluten immer noch. Was? So. Jo, es ist doch. So. I can feel blood dripping off my body. Ja, Blut wird eh total überbewertet. I'm no longer bleeding. Das ist ja schon mal was. Können wir nochmal eine usen. Vielleicht um Blut zu generieren, wird keinen Sinn machen, aber wir machen es mal. Okay, dann nehmen wir das Kit wieder mit. Jetzt, was haben wir hier? Server-Verbindungsprobleme oder was? Legen wir uns mal hin. Nee, anscheinend sind wir noch da. Trotzdem sieht das hier alles sehr ausgegraut aus. Uncool. Mal, hier ist nichts. Offenes Feld. Wir wollen mal in die Kirche da rein. Während wir langsam verbluten. Beziehungsweise an Blutarmut leiden. Viel essen und trinken. Ja, ihr seid ja witzig. Aber ich habe mir doch selber Blut abgezapft. Kann ich mir das nicht einfach wieder reinspritzen? Werde ich gleich mal versuchen, wenn ich da irgendwo nicht gerade auf dem offenen Felde stehe. Ob ich mir selber das Blut wieder reinspritzen kann. Erstmal rein hier. Geht nicht. Verdammte Axt, wieso komme ich da nicht rein? Hier an der Seite vielleicht. Auch nicht. Ja, sehr uncool. Dann versuchen wir es mal hier eben. Uns das Spritzchen selber wieder reinzudrücken. Wo haben wir es denn? First Aid Kit. Haben wir uns die jetzt gegeben? Oder haben wir die jetzt hier hingeschmissen irgendwo? Keine Ahnung. Da ist sie. Kann man die irgendwie kombinieren? Collect your sample. Bloodbag. Kann man die nicht da... Das ist gar kein Bloodbag, das ist... Okay, pass mal auf. Da ist das Bloodbag. Bitte da rein. Geht nicht, warum? Ich verstehe nicht. Medizin war noch nie so meine Stärke. Auch dieses Kit können wir auch irgendwie nicht benutzen mit dem Bloodbag oder so. Jetzt haben wir auch die Verbindung verloren, sehe ich gerade. Hoffentlich ist das Kit noch da. So, pass mal auf. Zumindest zeigt er da irgendwie so ein komisches Zeichen an. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Serverwechsel und sind dann gleich wieder da. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Server ist der gleiche. Irgendwie hat das wieder gefunden mit der Verbindung, aber es wird immer grauer, habe ich das Gefühl. Mittlerweile haben wir gar keine Farbe mehr. Boah, ich glaube, das geht nicht gut. Ob wir uns irgendwie ein Haus verziehen können oder sowas. Da muss ich echt nochmal schauen, wie ich mir am besten selber Blut zuführe oder Blut regeneriere. So, haben wir denn hier irgendwas Besonderes rumliegen? Sieht nicht so aus. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so viel. Wie könnten wir das denn mal machen? Noch mehr essen und trinken ist ja irgendwie nicht so drin, ne? Bloodbag. Cry, collect, whole blood donations. Bloodbag Kit. Jetzt habe ich es ja oben drin. Produkte, individuell wrapped. Okay. Sterile Medical Bag for collecting blood. Prevents Gewehr of Blood. Okay. Probable Blood Donations. Ja, auch. Toll. Und was sagt man sich? Spritze? This is commonly used with to inject substances into the body or extract fluids from it. Contains a thick red liquid. Ja, das ist mein Blut, was da drin ist, Alter. Ich will es wieder haben.
Unfassbar. Mann. Ja, so langsam. Was tun? Ich würde sagen, wir hauen uns den Open Cannon with Splitting Axe. Ja, cool. Wir können mit einer Dachs, mit einer Axt sogar öffnen. Oh, dann verliert er aber an Nutzen, wie es aussieht. Egal, wir drücken uns den Fisch mal rein. Komm, nochmal, nochmal. Hä? So, eat. Hau rein! Already using something. So, jetzt. Muss doch, also Fisch ist ja eigentlich ganz gut für die Blutbildung, glaube ich, oder? Weiß nicht, ich bin kein Arzt. So, Sardinen sind leer. Boah, zieht euch das mal rein hier. Live und nicht in Farbe. Gehen wir mal weiter. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und uns erlöst jemand von unserem Leiden. Will ich das? Will ich nicht wirklich. In der Kirche waren wir. Schleichen wir mal langsam hier rum. Hier irgendwas zu holen? Ich glaube nicht. In den Schuppen rein. Schnell. Oh, was haben wir denn hier? Ein Feuerlöscher. Bringt uns aber nicht wirklich weiter. Wurde sehr, sehr gut zum Feuerlöschen. Richtig. Mal hier schauen. Mach up the door. Axt mal lieber in die Hand. Ich habe so die Befürchtung, dass wir bald einem anderen Spieler über den Weg rennen. Was ist das? Bring Hunter Pants. Nee. Brauchen wir jetzt nicht so. Guck mal, hier haben wir noch eine Konserve. Nehmen wir einfach mal mit. Sieht nicht mehr so frisch aus, aber... Damaged. Ja, macht nichts. So. Im Schrank vielleicht noch was? Auch nicht. Ja, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie wir uns da Blut zuführen oder regenerieren können, dann schreibt es mal in die Comments rein. Das würde mich halt echt interessieren. Jetzt mit dem ganzen Zeug zu sterben, weil wir zu wenig Blutintus haben, wäre ja auch uncool. Da haben wir auf jeden Fall noch was auf dem Tischchen. So. Ja, knallen wir mal mit in den Rucksack einfach rein. Schon, also Munition? Definitiv genug. Waffen? Nicht. Blut? Erst recht nicht. Was haben wir denn hier? T-Shirt. Orange White Stripes. Naja, machen wir kaputt. Komm. You have crafted Rex. Sehr gut. Wo liegen die jetzt? Habe ich die schon im Inventory? Ja, scheint so. Da liegt ein Buch auf dem Bett. Ansonsten nicht so viel. Jetzt so, da liegt schon wieder Muni, oder? Habe ich die nicht mitgenommen? Warte mal. Ich steh mal auf da. Geh mal zum Tisch. Noch mehr Munition. So. Combine. Ach, man kann nur 40 stacken, okay. Pudelmütze. Gehen wir mal hier raus. So, so, so. Kann man hier hochgehen? Gibt's da was? Ja, anscheinend schon. Oder auch nicht. Tür geht nicht auf. Einschlagen geht auch nicht. Okay. Schade. Ja. Dann würde ich sagen, mal weiter hier. Sieht ja relativ ruhig aus, als wäre das eine Scheune. Wir wollen aber in der Stadt... Oh, guck mal hier. Vielleicht können wir hier lesen, was das für eine Stadt ist. Und zwar sind wir in... Chepochofopke. Ja, das ergänzt vieles. Verdammt. Verdammte Axt. Von da oben kommen wir ja. Hier, schnell rüber. Wo waren denn die Kräne jetzt? Ist da hinten das ein Kran? Ja. In die Richtung wollen wir dann auch. Da sind auch große Fabrikhallen. Da wird es bestimmt auch Sinn machen, mal hinzugehen. Sagen wir, rasen jetzt einfach mal da rüben in das Haus hinein. Hoffentlich sieht mich keiner. Da hinten ist einer. Ist aber, glaube ich, ein Zombie. So, wir können natürlich auch in der Hundehütte unsere Nacht verbringen, aber wir bleiben mal lieber hier. So. Nix drin. Super. Alles klar. Hä? Macht aber nichts, wir verstecken uns mal hier so ein bisschen in der Ecke.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss irgendwie an Blut kommen, Leute. Das geht gar nicht. Wir verbluten. So, nach und nach. Ich glaube, beim nächsten Zombie wird auch schon Schluss sein. Ansonsten, ne? Wir haben ja alles. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Also, ich mach's gut, ihr macht's besser. Euer Hadi.